Ich will hier gleich da drüben stehen bleiben. Ich bin natürlich kein Orts- und kann all das, was der Wolfgang gerade vorgetragen hat, nur bestätigen. Das ist alles gut und richtig, aber beurteilen, ganz sicher in tieferen Sinn kann ich nicht. Aber ich nehme heute Bezug auf die da hinten. Das ist für mich eine ganz wichtige Geschichte, weil wer die Internetseite der Linken gelesen hat, die haben heute uns als rechtsradikale Bürger keine demokratische Partei und die Einzelinteressen über das Gemeinwohl. So bezeichnen sie uns mit unserer heutigen Veranstaltung auf ihrer Internetseite. Rechtsradikale Bürger zu nennen, ich sehe im Moment keine. Seht ihr welche? Ich weiß nicht wo. Keine demokratische Partei. Wir reden mit jedem, wir reden mit den Linken. AfD-Sympathisanten traf sich am Freitag in Gera mit AfD-Politikern. Nein, das ist eben nicht der Fall. Und deshalb werde ich, um der Medienmeute keine Angriffspunkte zu geben, werde ich aus diesem Grund nicht darüber sprechen, dass eine Globalistenklicke die Fäden ihrer Marionetten in Politik und Wirtschaft zieht, so wie es uns Herr Seehofer berichtete, als er sagte, diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Ich werde auch nicht fragen, ob die BRD eine Staatssimulation ist, so wie es Carlo Schmitt, einer der Gründerväter dieser BRD 1948, verkündete, indem er sagte, wir gründen ein Staatsfragment ohne Verfassung, jedoch mit einem Grundgesetz als alliierte Verwaltungsverordnung. Ich behaupte auch nicht, dass Deutschland seit 1945 zu keinem Zeitpunkt souverän war, so wie uns das Wolfgang Schäuble erzählte. Und Gregor Gysi fragte vor einigen Jahren, wann denn der alliierte Besatzungsstatus endlich aufgehoben werden wird. Da frage ich mich, warum das Bundesverfassungs... Ich wundere mich nur manchmal, warum Deutschland noch immer keinen Friedensvertrag mit den einstigen Kriegsgegnern hat und 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs bei den Vereinten Nationen immer noch als Feindstaat gilt. Ich kann auch nicht darüber sprechen, dass das Deutsche Kaiserreich entsprechend Völkerrecht immer noch fortbesteht und dessen Verfassung und seine Staatsangehörigkeit laut dem sogenannten Bundesverfassungsgericht immer noch gültig sind. Da frage ich mich, warum das Bundesverfassungsgericht überhaupt so heißt, obwohl wir doch ein Grundgesetz und keine Verfassung haben. Und obwohl der Verfassungsschutz diese BRD vor der noch gültigen Verfassung von 1871 schützen soll. Ich werde auch nichts darüber sagen, dass diese BRD einem Lügenkonstrukt ähnelt, dessen politisch-medialer Komplex mit Spaltung, Angst und dem Schuldkult das Denken und Handeln unseres Volkes in den vergangenen Jahrzehnten in verbrecherischer Art und Weise beeinflusst hat. Ich kann auch nicht darüber sprechen, dass eine korrupte, hochkriminelle und satanische Parallelstruktur, welche der tiefe Staat genannt wird, sich wie ein Krebsgeschwür über den gesamten Globus ausgebreitet hat und die Menschheit in einer digitalen neuen Weltordnung versklaven will. Denn wenn ich das alles sagen würde, hätte ich spätestens am Montag Besuch von den Schergen dieses sogenannten Rechtsstaates, der vorgibt, eine freiheitliche, demokratische Grundordnung zu haben, jedoch der untergegangenen DDR immer ähnlicher wird. Ich stehe ausdrücklich als Mensch und nicht als Person oder Personal vor euch, als lebendes,
geistig-sittliches Wesen entsprechend der Philosophie hege ich als Deutscher gemäß meiner Abstammung und meinen damit verbundenen Rechten. Und deshalb... Und deshalb will ich über das sprechen, was wir alle jeden Tag wahrnehmen. Das Land der Dichter und Denker ist zur Irrenanstalt verkommen. Jawohl. Politik und Medien haben unser Volk mit Lügen und Halbwahrheiten in Angst und Schrecken versetzt. Die Skala des Wahnsinns scheint nach oben offen zu sein. Was mit Klopapier-Hamsterkäufen begann, hat sich zu kassende Menschen sitzen in Stuttgart während der Open-Air-Übertragung einer Ballettaufführung in Verschlägen aus Europaletten und Jugendliche tanzen zu einem Abschlussball paarweise Rücken an Rücken mit Maske. Aktuell scheinen Behörden in sogenannten Risikogebieten die Aktivität des Coronavirus nach Straßenzügen, Uhrzeiten und Hausnummern zu unterscheiden. Gefühlt werden alle Todesfälle in Deutschland in die Corona-Statistik geschoben. Ein PCR-Test, der keine Viren nachweisen kann, und Masken, welche keinen Schutz vor Viren bieten, werden dem unkritischen Volk als Wunderwaffen im Kampf gegen die angeblich schlimmste Bedrohung seit Menschengedenken verordnet. Eine angebliche Pandemie verläuft im gesamten deutschsprachigen Raum ohne Erhöhung der statistischen Sterbezahlen. Weltweit wurden die Menschen von dunklen Mächten der Globalisten-Clique zu gebeugten, gesichtslosen Gestalten mit Sklavenmaulkorb degradiert. Aufrechte, selbstbewusste und mündige Bürger sucht man derzeit in unserem Land fast vergebens. Noch viel zu wenige leisten der politischen Agenda hinter der Corona-Lüge Widerstand. Hunderttausende kamen an zwei Wochenenden im August nach Berlin, um den Wahnsinn in unserem Land Einhalt zu gebieten. Einige Demonstranten hatten am 29. August Schilder mit dabei, auf welchen Vertreter von Politik und Medien und einige Pseudowissenschaftler in Sträflingskleidung dargestellt wurden. Bravo! Bravo! Diese Demonstranten haben die Hauptforderung aller Systemkritiker deutlich zum Ausdruck gebracht. Die Schuldigen an den unhaltbaren Zuständen in unserem Land müssen zur Verantwortung gezogen werden, um sie ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Jawohl! Bravo! Sie sind schuld am Niedergang unserer Wirtschaft, an der massiven Einschränkung unserer Grundrechte, an Verbrechen gegen unsere Kinder und Jugendlichen durch Maskenzwang, Bildungsentzug, sozialer Isolation und Angsttraumatisierung. Dieses Personal in Politik, Medien und Wissenschaft macht sich gegenwärtig Verbrechen gegen die Menschlichkeit und der Volksverhetzung schuldig. Noch haben wir die Möglichkeit zum Widerstand. Nutzen wir die Zeit, die uns verbleibt, um den Wahnsinn zu stoppen. Ich rufe alle Menschen auf, sich dem Irrsinn der Corona-Maßnahmen zu widersetzen. Mütter und Väter, schützt eure Kinder vor dem Maskenzwang und den damit verbundenen Gesundheitsrisiken. Jawohl! Schulleiter, Lehrer und Erzieher, macht euch nicht mitschuldig an den Verbrechen an unseren Kindern und Jugendlichen. Mitmenschen und mündige Bürger, legt den Sklavenmaulkorb ab, geht in euren Alltag ohne Maske, wenn ihr nicht zu den Risikogruppen gehört. Das ist kein Aufruf zu Gewalt oder kriminellen Handlungen. Das Recht auf Widerstand gegen die Bedrohung der Schöpfung ergibt sich aus dem Naturrecht.
Bedienstete der Polizei, macht euch nicht zum Handlanger dieser Lügenregierung. Richtet euch nicht gegen das eigene Volk. Macht euch nicht. Macht euch nicht mitschuldig auf dem Weg dieser Scheindemokratie in eine Diktatur. Paragraph 6 der Thüringer Infektionsschutzverordnung ermöglicht ganz klar einen Verzicht der Maske, wenn dies aus medizinisch oder anderen Gründen nicht möglich oder unzumutbar ist. Dies ist in geeigneter Weise glaubhaft zu machen. Zitat Ende. Ich mache hiermit öffentlich glaubhaft, dass ein Tragen einer Maske aus Gründen des gesunden Menschenverstandes für mich nicht möglich und damit unzumutbar ist. Liebe Freunde, jeder kann seinen Beitrag leisten. Klärt eure Mitmenschen über die Corona-Lüge auf. Schließt euch mit Gleichgesinnten zusammen. Trefft euch und redet euch euren Frust von der Seele. Unterstützt lokale Protestveranstaltungen, schließt euch Bürgerinitiativen an. Am kommenden Montag, den 19. Oktober, unterstützen wir unsere Freunde in Triptis bei einem Protestspaziergang. Fahrt auch zu den Demonstrationen in den großen Städten unseres Landes und tragt mit uns den Protest auf die Straße. Am 7. November werden wir bei der großen Querdenker-Demo in Leipzig mit dabei sein. Unsere Forderung ist klar. Weg mit dem unsinnigen Maskenzwang. Weg mit der lächerlichen Abstandsregelung. Schluss mit sozialer Isolation. Sofortige Beendigung aller Beeinträchtigungen in Handel, Gewerbe und Wirtschaft. Sofortige Rückkehr zur umfassenden Bewegungsfreiheit. Diese Lügenregierung muss zurücktreten. Ein Rat, ein Gremium aus berufenen, fachlich kompetenten und vor allem integren Persönlichkeiten muss unser Land aus dem Wahnsinn und dem Niedergang führen, bis unser Volk in freier Selbstbestimmung über eine Verfassung entscheidet. Überwinden wir die jahrzehntelange Spaltung, kämpfen wir gemeinsam als Menschen und mündige Bürger für den Erhalt unserer Rechte in Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Ihr seid das Allerletzte da drüben. Ihr brüllt hier nie wieder Deutschland. Deutschland ist die Heimat von uns allen. Ihr seid eine Schande für unser Land. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Donald Trump und die Patrioten in den USA haben das in ihrer simplen englischen Sprache auf den Slogan reduziert: Where we go one, we go all. Donald Trump hat dem Krebsgeschwür des tiefen Staates den Kampf angesagt. Deshalb wünsche ich Donald Trump alles Gute und viel Erfolg und hoffe, er wird für weitere 4 Jahre als Präsident der Vereinigten Staaten wiedergewählt. Ich danke euch, dass ihr
trotz des Wetters heute alle hier mit uns in Gera dabei wart. Alles Gute für euch und bis bald. Danke. Ja, ist klar, Leute, wahrscheinlich wird es heute eine Anzeige geben. Ich bin bereit. Danke, lieber Frank, für deine Rede. Der Beifall hat mein Berufskollege, Arzt, Orthopäde, Mitglied des Deutschen Bundestages, hat auch schon öfters hier auf Demos in Gera gesprochen und hat dem Herrn Drosten in Berlin gezeigt, wie seine Zukunft aussehen könnte und ist damit deutschlandweit berühmt geworden. Bitte, Robby. Dankeschön, Dankeschön. So, liebe Freunde, ich habe mal geguckt, wie viele Menschen hier gekommen sind von uns. Es sind nicht so viele, wie es hätten sein müssen. Jeder kennt vielleicht das Bild von Wladimir Putin, als er vor dem Grabmal des Soldaten steht und der Regen prasselt auf ihn ein. Und wenn man unsere Regierungsklicke steht, die mit Schirmen dort sich praktisch voll regnen lässt, und dann sehen wir eindeutig, was ist ein Patriot, was sind die Leute, die heute hier sind. Danke, dass ihr hier seid. Danke, dass ihr nicht den Livestream verfolgt, denn solange noch die Leute zu Hause Livestream gucken, schön im gemütlichen Bett, schön warm und der Strom noch nicht abgestellt ist, dann, liebe Freunde, ist es noch nicht zu weit. Aber der Zeitpunkt wird irgendwann kommen und dann werden hier nicht 100 Leute stehen, dann werden hier Tausende stehen. Liebe Bürger, alle Bürger, auch die Bürger, die da drüben links ein bisschen laut schreien, kommen wir zurück zu den Bürgerrechten. Zurück zum Bürger und seinen Rechten ist natürlich schnell gesagt, aber umso schneller verspielt. Der Begriff Bürgerrechte wird zu oft und zu inflationär in den Mund genommen, gebeugt, geknechtet und abenteuerlichen Verrenkungen ausgesetzt. Das muss ein Ende haben, meine Damen und Herren. Für was, liebe Mitbürger, haben denn unsere Altvorderen in Europa gekämpft, wurden gefoltert, denunziert und haben zuhauf ihr Blut vergossen? Für ein hehres Ziel. Den aufgeklärten Bürger, der in der Lage ist, realistisch und mit patriotischem Stolz seine Heimat voranzubringen und im Glanze erstrahlen zu lassen. Diese Aufklärung im Geiste und in der Handlung eines jeden Einzelnen war ein kleiner Wind, der den allumfassenden Sturm der real existierenden Aufklärung in Europa, in Deutschland und natürlich auch in unserem schönen Thüringen sein unwechselbare Dynamik gab und unsere Welt aus den Sumpfe des faulenden Mittelalters in die Moderne katapultierten. Ein Wertekanon aus Liebe, Freiheit, Familie und vor allem rationalem Denken sowie die Anhäufung von Wissen machten die Reformbewegung zum Erfolgsmodell der Bürger, die mit frei bestimmten Rechten die Geschicke Europas zu lenken vermochten. Bürgerrechte setzen vor allem eins voraus: Vernunft als universelle Urteilsinstanz, mit denen man sich aus dem starren Gouvernantentum einer weniger machtgeilen Schwachköpfe kraftvoll befreien wollte. Es war die liebevolle Hinwendung zu den Naturwissenschaften, die die Bürgerrechte formten. Man wendete sich ab von bloßen ideologisch geprägten Pseudowissenschaftlern und Wissenschaftlern, die den Menschen die Welt als Scheibe verkaufen wollten, um die bestehenden Kräfte zu schützen und zu stützen. Gegner wurden beschimpft, gedemütigt und an den Pranger gestellt. Nicht selten wurden sie auf den Scheiterhaufen verbrannt, wenn sie nicht widerriefen. Dennoch, liebe Freunde, waren die Opfer nicht umsonst. Sie haben uns die Bürgerrechte gegeben, die es besonders heute wieder, in einer Zeit, in der unsere Welt wieder droht, zu einer billigen Scheibe zu verkommen, zu verteidigen gilt. Dafür, liebe Freunde, sollten wir alle hier kämpfen.
Angst, Panik, Denunziation waren und sind die Einschüchterungswerkzeuge der Ewiggestrigen, die wir heute wieder ungehemmt schalten und walten sehen, die Deutschland nicht nur einmal ins Ungemach getrieben haben. Liebe Mitbürger, lasst euch eure Bürgerrechte nicht so einfach wieder wegnehmen. 1989 haben wir dafür gekämpft und wir werden es wieder tun. Seid euch versichert, dass ich glaube, auch im Namen aller Redner heute sprechen zu können, alles in meiner Macht Stehende tun werde, diese unsere gemeinsamen Bürgerrechte bis zum letzten Blutstropfen verteidigen werde. Jeder, der Kinder hat, Sie, alle, die hier hinten wohnen, auch Sie vielleicht einige, wissen, welche hohe Verantwortung wir für die Welt haben, die nach uns kommt. Unsere Kinder weisen uns den Weg und sagen uns mit ihren ehrlichen und unschuldigen Augen, dass wir es nicht zulassen dürfen, dass Egoismus, Faulheit und Dummheit gepaart mit selbstverachteten, ideologiegeschwängerten Masochismus irgendeine Zukunft hat. Unsere Kinder, sie brauchen eine Heimat, eine Familie und eine freie, ehrliche und patriotische Gesellschaft, die bereit ist, die Bürgerrechte zu verteidigen. Dafür, meine lieben Freunde, sollten wir hier kämpfen. Geben wir endlich diesen psychologischen Experimenten dieser neuen Eliten eine gehörige Abfuhr. Autorität hat nun nicht mehr der freie, selbstverantwortliche Bürger mit seinen Rechten, sondern ein gefährlicher, autoritärer Charakter, der wieder auferstanden ist. Im neuen Mantel des Ideals einer narzisstischen, sogenannten freien Selbstverwirklichung. Für jeden nur erdenklichen Lebensentwurf mit 1000 Geschlechtern und was auch immer, ohne realistischer Innen- und Außenschau. Alexander Kraus sagte dazu, Autorität hat nun nicht mehr der Professor, der Meister und der Polizist, sondern die Diversity-Beauftragte und die Antidiskriminierungsstelle. Ihre Macht liegt nicht in der Tradition eines Berufsstandes oder gar einer fachlichen Qualifikation, sondern einzig und allein in ihrer ideologischen Gesinnung. Stellen wir uns gegen diesen ideologisch geprägten Wahnsinn und kehren wir zurück zu Freiheit, Demokratie sowie dialogorientierten Parlamentarismus. Dafür, liebe Freunde, sollten wir kämpfen. Erteilen wir den Absolutisten des Altparteienkartells endlich eine Abfuhr. Erteilen wir ebenso eine Abfuhr den Lügnern, Denunzianten und Extremisten. Aber setzen wir uns ein für Teamfähigkeit, Einigkeit, Freiheit und natürlich für eins, unsere Bürgerrechte. Kämpfen wir gemeinsam, denn eins ist klar, nur gemeinsam sind wir stark. Euch einen schönen Abend und ein wunderschönes Wochenende. Wenn ihr irgendwelche Infos haben wollt, was aktuell ist, robby-schlund.de. Danke. Danke, lieber Robby, für deine zündende Rede und deine klaren Worte.